Heute beim elektrischen Reporter: Dating, Grenzberührung und Kriegskulissen. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Das Netz verändert die Art, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir uns kennenlernen, Freundschaften schließen und diese pflegen. Und auch das Kennenlernen zum Zwecke der Körperlichkeit ist heute ein anderes als früher, wie unser erster Beitrag zeigt. Das Internet verbindet Menschen und ihre Interessen, besonders in Liebesdingen. So geschehen bei Andreas Prien. Der ist 15, als er feststellt, dass er Männer mag und steht damit in seiner Kleinstadt an der Kieler Förde erstmal ziemlich alleine da. Denn offen schwule Männer kennt er nur aus der Lindenstraße, bis er anfängt, sich im Netz umzuschauen. Ich hatte in diesen Chaträumen das erste Mal das Gefühl, mein wahres Ich zu zeigen und nicht irgendetwas vorzuspielen oder der zu sein, den andere vielleicht wollen, dass ich der bin. Im Chat bekommt er endlich Antworten auf die Fragen, mit denen er die ganze Zeit alleine ist. Hier bekennt er sich das erste Mal zu seiner Homosexualität. Und nicht zuletzt verdankt er sogar seine erste Verabredung der Plattform Planet Romeo, damals noch Gay Romeo. Ich wusste halt, dass das die einzige Möglichkeit ist, irgendwie Kontakte zu bekommen und tatsächlich auch ein konkretes Date auszumachen. Ich war noch nicht so weit, mich einfach in irgendeine schwule Bar zu begeben. Bei einem Besuch in Berlin verbringt Andreas Prien 4 Stunden im Internetcafé. Dann trifft er das erste Mal einen anderen Mann und lernt über Umwege noch am selben Abend die erste Liebe seines Lebens kennen. Viele Lesben und Schwule können ähnliche Geschichten erzählen. Vom Kennenlernen und Verlieben übers Netz. Schon als es der heterosexuellen Mehrheit noch peinlich ist, gehen Schwule und Lesben ganz selbstverständlich auch online auf Partnersuche. Eben auf Planet Romeo, Lesarion oder per App mit Grindr. Mit eingebautem Partnerradar. Die homosexuellen Early Adapter machen vor, wie einfach Dating sein kann. Und das lädt natürlich zum Nachmachen ein, weiß Jan Noll, Chefredakteur des queeren Stadtmagazins Siegessäule. Dieser Siegeszug von diesen Dating-Apps, vor allen Dingen in der schwulen Community, hat sicherlich dazu geführt, dass viele Heterosexuelle gedacht haben, okay, das ist auch etwas, was ich mir für mich vorstellen kann. Hat natürlich auch gut und gerne 15 Jahre gedauert, bis sich das bei den Heten durchgesetzt hat. Ne? Und diese neue Offenheit beim Dating hat einen Namen. Tinder. Mittlerweile 40 Millionen zumeist heterosexuelle User nutzen die Erfolgs-App und suchen hier Flirt, Sex oder Liebe. Dass es sich bei Tinder um eine Kopie der schwulen App Grindr handelt, stört niemanden. Sicher ist, Tinder hat Online-Dating von seinem Silver-Surfer-Image befreit. Und plötzlich haben auch heterosexuelle Teenager und junge Erwachsene ohne Vermittlungsschwierigkeiten ganz selbstverständlich ein Online-Dating-Profil. So wie Nele Lemmer. Sie schätzt Tinder als unkomplizierte Möglichkeit, Menschen kennenzulernen. Außerhalb des Dunstkreises aus Uni, Job und Freundeskreis. Ganz nebenbei und möglichst ohne Erwartungen. Bei einer Online-Dating-Plattform, die zielgerichtet ist, sieht es natürlich anders aus. Tinder lässt halt wirklich alles offen. Und das macht es halt auch sehr spannend, sehr interessant. Und wer Tinder nutzt, der sollte keine Angst vor Überraschungen haben. Nele Lemmer etwa lernt über Tinder einen Mann kennen, den sie inzwischen seit 5 Monaten trifft. Allerdings nicht ohne Komplikation. Denn die appgestützte Beziehungsanbahnung führt zu 9 Problemen. Okay, er ist auf Tinder angemeldet, ich bin auf Tinder angemeldet. Natürlich trifft er auch andere Mädchen, natürlich treffe ich auch andere Männer. Und deswegen geht man von vornherein, glaube ich, mit einem etwas unguten Gefühl in so eine Sache rein. Auch Andreas Prien kennt den Stress, den die unbegrenzten Dating-Möglichkeiten eröffnen können. Man schaut ständig sich um und guckt, ist da noch jemand in der Nähe, der vielleicht interessant sein könnte. Smartphone-Dating ist eben eine Frage der Dosis. Das gilt für heterosexuelle Frauen wie für homosexuelle Männer.
Nele Lemmer und Andreas Prien haben die Dating-Apps Gelegenheiten eröffnet, die sich sonst nicht geboten hätten. Welche man davon ergreifen möchte, muss man aber selbst entscheiden. Ganz analog, am lebenden Objekt. Kommen wir nun ganz ohne Übergang zu Müttern, die an ihre Grenzen stoßen. Denn um eben solche geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Mein Name ist Kirsten Simon, ich bin 54 Jahre alt, komme aus dem Raum Aschaffenburg und auf Twitter findet man mich unter Kira for Life. In meinem Leben spielt eine ganz große Rolle Menschen mit Behinderung. So habe ich zum Beispiel auch zwei Söhne. Einer davon ist ein Mensch mit einer schweren Behinderung. Er ist unter anderem blind. Und ein weiterer Sohn ist Lehrer an einem Zentrum für motorische Entwicklung. Mit einem Menschen zusammenzuleben, der eine schwere Mehrfachbehinderung aufweist, so wie es mein Sohn, der mittlerweile ja auch schon erwachsen ist, hat, ist jeden Tag eine neue Herausforderung. Wir müssen uns oft nach seinem Befinden richten. Das heißt, wenn er morgens aufsteht und hat einen großen Anfall, dann ist in dem Moment auch mein ganzer Tagesablauf in Frage gestellt. Ich hatte eine Auszeit hinter mir, wo ich mit meinem Sohn oben an der Ostsee war. Und wir haben beide uns vollkommen zurückgezogen aus allem, auch aus der Arbeit in meinen Ehrenämtern. Es war kurz danach, meine Freundin und ich haben uns dann in der Kneipe getroffen, uns auszutauschen. Und wir beide haben gemerkt, wir kommen einfach nicht weiter, eine Zukunft für unsere Kinder und auch eine Zukunft für uns zu schaffen. Es mangelt einfach an einem Angebot, wo wir beide oder wo wir mit unseren Familien klar sagen können, das ist eine Zukunft, wie wir sie für unsere Kinder wünschen und das ist eine Zukunft, wie wir sie uns noch wünschen für die Jahre, die wir noch vor uns haben. Meine Kraft erhalte ich mir durch meinen Einsatz in Ehrenämtern, einmal als Moderatorin von www.intaktinfo, ein Internetportal für Eltern behinderter Kinder, oder aber in meinem Ehrenamt als erste Vorsitzende der Lebenshilfe Aschaffenburg. Für mein Engagement wurde ich auch schon ausgezeichnet, zum einen mit dem Bundesverdienstkreuz, das habe ich letztes Jahr von dem bayerischen Justizminister bei uns in dem wunderschönen Landschaftsgarten Schönbusch ausgehändigt bekommen. Für die Zukunft wünsche ich mir ganz einfach, dass es zum Beispiel immer eine Lebenshilfe geben wird, dass ich, wenn ich es mal nicht mehr kann, auch mein Sohn mit seiner schweren und schwersten Mehrfachbehinderung seinen Platz in der Gesellschaft findet und nicht ein Verlierer der Inklusionsumsetzung werden wird. Das heißt, dass auch Menschen mit schwerer Behinderung einfach dazugehören und nicht an den Rand gestellt werden. Cyberkrieg und D-Waffen sind Begrifflichkeiten, die Politiker und Sicherheitsunternehmen gerne in den Mund nehmen, wenn es um vermeintliche Bedrohungen aus dem Internet geht. Wir haben uns diese Kriegsmetaphern mal etwas genauer angesehen. Virenscanner installieren, Firewall aktivieren. So halten sich die meisten Computernutzer Viren und Schadsoftware vom Hals. Wer aber für die Sicherheit eines Stadtwerkes verantwortlich ist, der sollte sich besser nicht auf ein Gratisprogramm aus dem Netz verlassen. Das weiß natürlich auch Eberhard Oehler. Seit 20 Jahren leitet er die Stadtwerke im badischen Ettlingen. 2014 will er genau wissen, wie es um die IT-Sicherheit seines Unternehmens bestellt ist. Und holt sich Hilfe von einem Profi. Ein Hacker soll den Härtetest machen und versuchen, in die Netzleitstelle einzudringen. Nach 3 Tagen meldet der Auftragshacker Vollzug. Er hatte das 20KV-Schaltschema der Stadtwerke Ettlingen scharf geschaltet auf seinem Laptop und hätte mit einem Druck auf die Enter-Taste die Energieversorgung von Ettlingen abschalten können. Ein totaler Blackout per Knopfdruck. Kein Strom, Gas oder Trinkwasser für 40.000 Menschen. Eine Horrorvorstellung für den Stadtwerkechef. Aber auch eine Motivation, die gefundenen Sicherheitslücken zu stopfen. Und das ist gar nicht so leicht. Es gibt in der IT keine absolute Sicherheit. Das ist ein Trugschluss. Wenn es auch manche Experten behaupten,
Ich glaube das nicht. All das, was ich in den letzten Monaten gelernt habe, zeigt mir das Gegenteil. Carsten Noel ist Hacker. Er steht auf der Seite von Leuten wie Oehler. Als sogenannter Whitehead-Hacker hilft er Unternehmen, Schwachstellen in ihrer IT zu finden und zu beseitigen. Auf der anderen Seite seine Gegner, die Blackheads. Hacker im Dienste von Staaten, Großkonzernen, Geheimdiensten, Terroristen oder Kriminellen. Sie liefern das Wissen, aus dem Angreifer eine neue Art von Waffen schmieden könnten. Digitale oder D-Waffen, mit denen sich zum Beispiel Kraft-, Umspann- oder Wasserwerke lahmlegen lassen. Aber anders als Atombomben oder Chemiewaffen lässt sich die Verbreitung von D-Waffen kaum kontrollieren. Wir reden nicht mehr von angereichertem Uran oder Plutonium, das sich über Detektoren an Flughäfen finden lässt. Wir reden über kürzere Zeilen Quellcode, die sich über verschlüsselte E-Mail in Sekunden weltweit verbreiten lassen. Und auf dem Netzschwarzmarkt lassen sich Informationen zu bisher unentdeckten Sicherheitslücken, sogenannte Zero-Day-Exploits, verkaufen. Das ist lukrativ. Denn hier gehen nicht nur Kriminelle und Terroristen auf die Waffenshopping-Tour. Auch der US-amerikanische Geheimdienst NSA bietet mit. Und der hat ein Milliardenbudget. Für Miriam Danke-Welti von der ETH Zürich ein Skandal. Ja, ich würde sagen, die Aktivitäten Geheimdienste führen gegenwärtig nicht zu mehr Sicherheit, sondern im Gegenteil zu mehr Unsicherheit. Weil diese Verwundbarkeiten, solange die offen sind und nicht geschlossen, können die eigentlich von allen ausgenutzt werden. Die Geheimdienste legitimieren solche Aktivitäten mit Wortschöpfungen wie Cyberkrieg. Oder indem sie die Bedrohungslage durch D-Waffen systematisch hochspielen. Tatsache ist, Computerviren haben noch keinen Menschen getötet oder verletzt. Und es sind auch heute noch Soldaten und Panzer, die fremde Länder besetzen und nicht etwa Hacker mit ihren Laptops. Das ist mit Cybermitteln bisher nicht möglich. Kombiniert mit physischen Attacken, Bomben zum Beispiel, dann schon wieder eher. Aber dann wären wir wieder in einem normalen Kriegsszenario, bei dem dann einfach noch Cybermittel zusätzlich eingesetzt würden. D-Waffen eröffnen also kein neues Schlachtfeld im Cyberspace. Der Begriff zeigt vielmehr, dass Mängel in der IT-Sicherheit Konsequenzen haben können. Auf dem Laptop zu Hause ebenso wie im Atomkraftwerk oder auf den veralteten Windows XP-Rechnern der Berliner Verwaltung. Vernetzte Computertechnik muss man warten, aktualisieren und systematisch gegen Bedrohungen aus den Tiefen des Netzes abschirmen. Das hat auch Eberhard Oehler von den Stadtwerken erst lernen müssen. Mein IT-Leiter hatte früher einen deutlich schwereren Stand, wenn er irgendwelche Veränderungen durchsetzen wollte, wenn er vielleicht sogar Personal oder Geld zusätzlich wollte, wie er heute hat. Heute weiß ich, ich darf ihn nicht mehr links liegen lassen und auf nächstes Jahr vertrösten. Staaten und noch weniger Geheimdienste können die Sicherheit im Internet garantieren. Denn jeder Computer ist immer Glied eines Systems. Wer sein PC schützt und E-Mails verschlüsselt, der macht Cyberkriminellen und Spionen das Leben schwer. Das ist effektiver und billiger, als mit D-Waffen in den Cyberwar zu ziehen. Krieg, Handel und Piraterie. Dreieinig sind sie nicht zu trennen. Johann Wolfgang von Goethe. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.